So, hallo zusammen. Hier ist wieder Spartacus und wir spielen heute eine Runde Clans of Caledonia. Ein Spiel, das 2018 bei Karma Games erschienen ist, stammt von Juma Aljudu und die Artwork ist von Clemens Franz. 1-4 Spieler, 30 Minuten Spielzeit pro Spieler. Wir werden schauen, mit den Erklärungen wird sicherlich eine Weile länger dauern, aber wir probieren es einfach mal aus. Ich muss eine Menge auspacken, es ist eine Menge Material dabei, das schauen wir uns im Einzelnen auch gleich an, aber erstmal baue ich das auf und damit machen wir das im Schnelldurchlauf. So, das war jetzt der Schnelldurchlauf für den Aufbau. Ihr habt gesehen, das ist eine Menge Holz, eine Menge Material, Holz im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gucken uns das im Einzelnen an, was ich alles gemacht habe. Fangen wir auf der einen Seite an. Hier habe ich das Markttableau mit den Preisen für Wolle, Weizen oder Getreide, Milch, Brot, Käse und Whisky. Auf jeder dieser Preisleisten liegt ein Marker, ein Plastikmarker auf einer Startposition. Und ich kann später im Verlauf des Spiels mit meinen Händlern hier kaufen oder verkaufen, je nachdem, was ich gerade brauche oder loswerden möchte. Und für das Solospielerspiel muss ich auch die Marktpreise etwas beeinflussen können. Dafür sind auch die Würfel vorgesehen. Dann habe ich hier den zentralen Spielplan. Ihr seht in der Mitte 4 Felsen, da drauf stehen kleine Buchstaben-Zahlen-Kombinationen. Die müssen immer in der Mitte zusammenliegen. Jede Platte, jedes Viertel ist beidseitig bedruckt und so kann man dann diverse Kombinationen aus Gelände erzeugen. Was ich auf dem Spielplan auch gemacht habe, sind für die Einspieler-Variante an diesen Stellen sogenannte Hafenplättchen auszulegen, an diesen Ecken. In der Zweispieler-Variante hat man etwas mehr Platz, kann die äußeren Randfelder mitbenutzen. Das darf ich in der Einspieler-Variante nicht. Und in der Zweispieler- oder Mehrspieler-Variante würden die Hafenplättchen auch an anderen Stellen liegen, um das Spielfeld etwas größer zu machen. Brauche ich hier nicht. In der Einspieler-Variante ist es aber auch so, dass ich die Plättchen oder die Felder, die nur 1 kosten in der Belegung von Mitarbeitern, die darf ich gar nicht benutzen. Das heißt, die muss ich vorher blockieren. Das habe ich mit den Farben Weiß und Blau jetzt einfach getan. Das heißt, diese Felder darf ich in meinem Spiel jetzt in der Solo-Variante gar nicht verwenden. Und ich sehe gerade, da habe ich noch eins übersehen. Das gehört hier hin. Das darf ich auch nicht benutzen. Gucke ich nochmal kurz durch, ob ich ein weiteres vergessen habe. Sieht nicht so aus. Nee. Also, diese Felder darf ich nicht benutzen. Dann habe ich hier oben das Geld abgelegt. Das sind 1er und 5er Pappmarker und 10er. Genau. Dann auf dieser Seite, ganz wichtig, die Exportaufträge. Hier in der Mitte liegen derzeit 6 Exportaufträge. Und rechts an der Seite befinden sich die Wertungsaufgaben, die in der jeweiligen Runde zu erfüllen sind. Wir haben derzeit die erste Runde. Wir müssen 5 Runden spielen. Und in der ersten Runde ist dieser Wertungsauftrag das Ziel. Hier außen ein Siegpunktemarker, eine Siegpunkteleiste mit meinem Marker für meine Spielerfarbe und gleichzeitig noch weiteren Markern für Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr, das ich exportieren bzw. importieren kann. So, importiert wird das, exportiert werden die Waren, die ich erzeugen kann. Zu denen kommen wir jetzt. Dafür habe ich das Spielertableau. Ihr seht das hier unten mit meinen Figuren bereits belegt. Die liegen alle bei mir in meinem persönlichen Vorrat. Und was ist das alles im Detail? Das sind
Schafe, die mehr Wolle produzieren. Je mehr Schafe ich auf das Feld bringe, desto mehr Wolle kann ich produzieren. Bei den Kühen ist es genauso. Die produzieren Milch. Da habe ich auch 4 Stück, die ich auf das Feld, auf die Felder platzieren kann. Jedes Tier kostet mich aber auch Einsatz, oder jede Ressource, die ich produzieren möchte auf dem Feld, kostet mich aber auch jeweils beim Einsatz entsprechendes Geld. Die Zahl steht jeweils hier oben. Die Tiere kann ich auch schlachten im Rahmen eines Exportauftrages. Das seht ihr zum Beispiel hier oben. Der Exportauftrag, der benötigt ein Lammkotelett. Dazu müsste ich ein Schaf, wenn ich es auf dem Feld habe, aufgeben, sozusagen schlachten und dann das Lammkotelett exportieren, und ich würde es wieder zurück in meinen Vorrat bekommen, um es beim nächsten Mal wieder auszubringen auf ein Feld, würde dann wieder neue Kosten bezahlen müssen. Bei Kühen funktioniert es genauso mit Steaks. Dann haben wir hier Käse. Das kann ich produzieren, wenn ich Milch produziert habe. Dann habe ich hier Getreide in der Mitte, und aus Getreide kann ich Brot produzieren und aus Getreide auch Whisky. Ganz klare Sache, ohne Whisky lebt der Schotte nicht, und erst recht nicht, wenn er noch sehr clanbewusst ist. Auf dieser Seite, ganz außen, das seht ihr hier, sind die Arbeiter platziert, und zwar gibt es 2 Gruppen von Arbeitern, nämlich die Holzarbeiter, die Holzfäller, die Waldarbeiter und die Bergarbeiter, die Stein klopfen müssen und damit aber auch Einnahmen produzieren. Hier unten findet ihr eine Händlerleiste. Ich habe derzeit 2 Händler zur freien Verfügung, die ich auf den Markt da oben schicken kann. Ich habe aber auch weitere Händler in petto, die ich aufrüsten kann, damit ich in einer Runde auch mehr Handel treiben kann. Das hier ist die Schiffsnavigationsleiste. Da beginnt man auf praktisch 0 Schifffahrt. Wenn ich aber über Flüsse möchte, meine Gebiete erweitern oder hier an die Hafenfelder von da aus ran möchte, dann muss ich gegebenenfalls Meere, sogenannte Lochs oder eben auch das Meer überqueren können, und dazu muss ich meine Schifffahrt ausbauen. Und ganz rechts unten findet ihr 2 Plättchen, 2 Upgrade-Plättchen, die aufliegen auf einem Feld, wo ich meine Holzverarbeitungstechnologie oder meine Bergbautechnologie verbessern kann. Das kostet mich auch wieder Geld, bringt dann aber wieder entsprechend Einnahmen bei den weiteren Runden. Das steht für jeden Spieler zur Verfügung. Ich habe mir die Farbe Rot ausgewählt, damit ihr das auch ganz gut erkennen könnt auf dem Spielplan. Dann habe ich hier einen Ablaufplan, was in einer Runde alles getan werden kann. Der ist für jeden Spieler zur Orientierung da. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und was ich noch tun muss, bevor ich wirklich loslegen kann, ist meinen Clan auswählen. Davon gibt es eine Handvoll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Clans gibt es. Ich mische. Wir sind in einem Einspielerspiel, da brauche ich also 2 Clans, einen mehr als mögliche Spieler, und 2 Startplättchen, die ich zuteile. Das sind die Startressourcen, die man bekommt. Dann decken wir das auf, und dann muss ich mir auswählen, welchen Clan ich haben möchte. So, wir haben einmal den Clan Steward und einmal den Clan McEwen. Zwischen den beiden kann ich mir das aussuchen. Dazu gibt es jeweils Ressourcen. Der Clan McEwen hat Weizen, Milch und Brot, mit dem er anfängt, und 55 Geldeinheiten. Und der Clan Steward bekäme 2 Milch und 1 Whisky und ebenfalls 55 Geldeinheiten. Jetzt gucken wir in die Regeln. Da ist jeder Clan beschrieben, was seine Sonderfunktionen angeht, seine besonderen Fähigkeiten. Der Clan Steward, der ist hier unten beschrieben. Er braucht einen Highland-Clan. Er brachte mächtige Monarchen hervor, unter anderem Mary Stuart und Queen Anne. Ihr startet mit 3 weiteren sofort verfügbaren Händlern, insgesamt also 5. Das heißt, wir bekommen, wenn wir den wählen würden, sofort 3 Händler hier von unserer Leiste herunter. Und ferner erhaltet ihr einmalig 1 Pfund Bonus für jeden Verkauf und Kauf vor dem Bezahlen einer Warensorte, ungeachtet der Anzahl der Waren. Das passiert aber nur einmalig. Und was haben wir noch? Wenn ihr über den Nachbarschaftsbonus mehrere Warensorten pro Zug handelt, erhaltet ihr pro gehandelter Warensorte. Der Nachbarschaftsbonus passiert nur im Mehrspielerspiel. Den haben wir hier in der Solo-Variante nicht. Der tritt nicht auf. Und wir bekommen noch eine Flussüberquerung. Das heißt, wir können unsere Schifffahrtsnavigation ist direkt um 1 verbessert, wenn wir die Clan Steward nehmen. Mit 5 Händlern, da kann man schon was machen auf dem Markttableau. Wir gucken uns aber auch noch den Clan McEwen an. Der steht.
Das ist ein Kickstarter-Clan. Der wurde über den Kickstarter wohl von den Bäckern ausgesucht. Jedes Mal, wenn du einen Exportauftrag erfüllst, der dir Hopfen einbringt, kannst du für jeden Hopfen ein Getreide abgeben, um ein Bier zu produzieren. Okay, das ist auch ein Bierbrau-Clan. Für jedes produzierte Bier erhältst du dann einen Geldbetrag. Den aktuellen Betrag findest du auf der Webseite. Da müsste ich jetzt das iPad rausnehmen und ein bisschen nachschlagen. Können wir machen, machen wir aber nicht. Ich entscheide mich jetzt heute für das Spiel für den Clan Steward. Wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Das heißt, der Clan Million kommt weg. Das Startplättchen kommt weg. Und wir gucken uns nochmal den Clan Steward genauer an. Wir bekommen 3 weitere sofort verfügbare Händler. 1, 2, 3. Haben wir also 5 verfügbare Händler, das ist schon mal sehr gut. Und Flussüberquerung. Das heißt, ich verbessere meine Schifffahrt auf Flussüberquerung. Ich kann also jetzt Gebiete auch über Flüsse hinweg besetzen. Das ist ganz wichtig. Und wir müssten wahrscheinlich auch nochmal im Laufe des Spiels unsere Schifffahrt weiter aufwerten, um an die gewissen bestimmte Hafenflächen dran zu kommen. Denn, was ich nicht vergessen darf während des Spiels, ist, dass ich die Randfelder im Ein-Personen-Spiel nicht benutzen darf. Das heißt, ich kann nicht von hier aus versuchen, mit einer Schifffahrt von 1 da ranzukommen. Ich muss von hier aus mit einer Schifffahrt von 1 da rankommen, darf aber auch nicht direkt ran, weil es ein Randfeld ist. Ähnlich hier. Hier kann ich aber direkt an den Hafenhändler heran. Hier muss ich über Schifffahrt ran, weil dieses Feld auch nicht blockiert ist. Und hier kann ich ebenfalls nur über Schifffahrt herankommen. Aber ich muss auf mindestens 1 Schifffahrt kommen. Wenn ich über dieses Loch hinaus wollte, müsste ich tatsächlich 1, 2 Schifffahrt haben oder sogar längere Strecken überbrücken, dann auch mehr Schifffahrt. So. Und ich erhalte einmalig einen Pfund Bonus für jeden Verkauf und Kauf einer Warensorte, ungeachtet der Anzahl der Waren. Das ist nur einmal. Da gibt es einen Hinweis dazu. Einfacher ist es jedoch, am Ende jeder Handelsaktion eine Münze zu nehmen. Am Ende jeder Handelsaktion eine Münze. Okay. Versucht den 1-Pfund-Bonus möglichst oft zu erhalten. Kauft und verkauft hierzu möglichst viele verschiedene Waren. Das ist natürlich günstig, wenn wir 5 Händler haben. Dann können wir sehr viel kaufen und verkaufen. Wir bekommen jeweils noch am Ende jedes Handels eine Münze hinzu. Gut. Das heißt, wir haben den Clan festlegen. Wir haben unsere Startressourcen, die wir jetzt nehmen müssen. Das sind 2 Milch. Packe ich mir hier hin, könnt ihr die sehen, dann packe ich sie hier rüber. So. Und ein Whisky. Lustige kleine Fässchen. Die sind aus Plastik, wenn ich das richtig fühle. Während die anderen Figürchen alle aus Holz geschnitten zu sein scheinen. So, und 55 Geld. Das heißt, ich hole mir hier oben 55 Pfund. 1, 2, 3, 4, 5 und noch 4 kleine. Ihr seht schon, man braucht durchaus auch für die Einspielervariante ein bisschen Platz und sehr viel Material. Aber wir schauen, wie sich das jetzt entwickelt. So. Wie geht's weiter? Das Spiel beginnt, indem ich meine ersten Arbeiter platziere. Und da gucke ich aber nochmal selbst in die Regel, um mich zu vergewissern, dass ich nichts falsch mache. Mache die Runde, ist vergleichsweise einfach, aber bei der Vorbereitung muss ich ein kleines bisschen aufpassen. Wichtig ist hier der Zugmarker auf dieser Seite. Wir sind jetzt in der ersten Runde. Ich bin der erste Spieler, ich bin auch der Einzige. Dieses Board hat übrigens 2 Seiten. Auf der Rückseite ist die 3- und 4-Spieler-Variante. Hier seht ihr nur die 1- und 2-Spieler. Das ist aber auch in Ordnung. Und jedes Mal, wenn eine Runde zu Ende ist, wechselt der Rundenzähler und ich bekomme einen Bonus, in diesem Falle von 16 Pfund. Das seht ihr hier klein abgebildet. Der Siegpunktezähler bleibt auf 0. So. Und vor dem Beginn der ersten Runde werden wir ausgehend vom Startspieler reihum im Uhrzeigersinn je einen und einen weiteren Spieler, Arbeiter setzen. Und ich muss natürlich die Kosten bezahlen. Ich muss also 2 Arbeiter platzieren. Gut, das kriegen wir hin.
und ich muss sowohl die Kosten für den Arbeiter selber bezahlen, als auch die Kosten für das Feld. Ich habe 55 Pfund und wir müssen mal schauen, was wir für Felder belegen wollen, denn erstens sollten sie vergleichsweise günstig sein und zweitens sollten sie vielleicht auch in der Nähe der erreichbaren Hafenplättchen sein. Mit denen kann man nämlich was machen. Jedes Hafenplättchen kann ein Spieler einmal im Spiel benutzen und dafür wird dann, wenn das Feld benutzt wurde, eine Hafenmarke auf das Plättchen gelegt, sodass man sieht, dass dieser Spieler mit dieser Farbe das Plättchen bereits genutzt hat. Wir gucken uns mal an, was es dort an Hafenplättchen gibt. Das hier ist die Manipulation einer Warensorte um 3 Schritte nach oben oder unten, bevor wir die Ware jeweils handeln. Das hier ist einfach nur ein Bonus von 10 Pfund. Das klingt sehr attraktiv. Das hier bedeutet, wir sollten eine Grundware unserer Wahl abgeben und können uns dafür 3 beliebige Grundwaren unserer neuen Wahl nehmen. Das ist auch nicht schlecht, das ist ein Gewinn von 2 Rohwaren. Und das hier heißt, schauen wir nach, wir bekommen 5 Pfund. Und wenn wir in unserer Exportkiste noch einen Platz für einen Auftrag haben, können wir die Aktion Gebäudebonus durchführen. Und müsst auch die Kosten der aktuellen Runde bezahlen, wenn ihr einen Auftrag nehmt. Okay, das heißt, da gibt es eine Zusatzaktion, Gebäudebonus. Ewig nicht mehr gespielt das Spiel, muss also auch nochmal nachgucken. Gebäudebonus, 4. Bäckerei, 4. Destillerie oder 4. Käserei platziert und gleichzeitig eine leere Exportkiste, das ist der Bonus, die Voraussetzung dafür. Dann darf man sofort 3 Exportaufträge vom Nachziehstapel ziehen und sich einen oder keinen auswählen. Falls ihr einen Auftrag behalten wollt, bezahlt ihr natürlich die Kosten für den Auftrag. Und dann gibt es den Auftrag in der Kiste und nicht gewählte Aufträge werden unter den Stapel gelegt. Okay, kommen wir dann kurz zu den Exportaufträgen. Die kann ich mir, wenn ich dran bin, aussuchen, muss sie in meine Exportkiste legen als offenen Auftrag. Und wenn ich den erfüllen möchte, den Auftrag, dann muss ich die der linken Seite abgebildeten Waren aufgeben. Rohwaren meistens oder eben verarbeitetes Fleisch in diesem Falle oder Wolle. Alles, was ich hier habe, oder eben durch Schlachten von Tieren erarbeiten kann. Und dann bekomme ich, wenn ich den Exportauftrag erfüllen kann, die hier rechts abgebildeten Belohnungen. Das heißt, es kommen entsprechende Wertungen. Ich bekomme vielleicht hier ein Upgrade, hier bekomme ich Geld, hier bekomme ich ein zusätzliches Feld, das ich besetzen darf. Das sind verschiedene Möglichkeiten, die gucken wir uns im Einzelnen an. Was ich aber noch tun muss, bevor wir anfangen mit dem Spiel, in der Ein-Personen-Variante geht hier jedes Mal auch ein Auftrag vorab raus, und zwar wird der durch die Würfel bestimmt. Und zwar durch den Preiswürfel. Plus 2 heißt, auf der Plusseite Nummer 2, der Auftrag kommt raus. So. Und das wird nachher, wenn ich die Preise auf dem Markt manipuliere, wird dieser Würfel dann auch wieder gewürfelt. Und dann muss ich jedes Mal, wenn ich die Exportaufträge erfülle, wieder auffülle, diesen entsprechenden markierten Platz auch wieder räumen, um so ein bisschen Bewegung im Spiel zu halten. So, und dann kann es jetzt auch losgehen mit dem Platzieren der Arbeiter. Ich möchte zuerst sowohl einen Holzfäller als auch einen Bergarbeiter platzieren. Das kann ich nur auf den jeweiligen Feldern tun. Hier zum Beispiel einen Bergarbeiter. Und dann brauchen wir noch ein günstiges Waldgelände. Das wäre hier. Die liegen sehr günstig zusammen oder sehr nah beieinander. Allerdings liegen die sehr weit weg von den Hafenplättchen hier unten. Das heißt, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch eine Möglichkeit finde. Weiter unten, das ist wahrscheinlich nur gegen mehr Geld. Hier ist 3 für einen Bergarbeiter, den habe ich aber auch hier. Und für einen Waldarbeiter. Aber wir machen es mal so. Wir werden einen Bergarbeiter hier platzieren, dann kommen wir sowohl in Richtung dieses Plättchens als auch in Richtung dieses Plättchens können wir uns nach und nach ausweiten. Wir müssen hier rüber gehen und entweder hier hinten rum oder hier über den See. Dafür müssen wir Schifffahrt ausbauen. So, ich platziere diesen Bergarbeiter hier, muss also die 3 für das Feld bezahlen, das muss ein Bergarbeiter sein, und die 10 für den Bergarbeiter als solches, insgesamt 13. 13.
So, die lege ich mir mal hier kurz hin. Und der zweite Arbeiter wird sein ein Holzfäller und den platziere ich hier auf das Feld, das 2 kostet. Der Holzfäller selber kostet 6, das macht in der Summe 8. 8 und 13 sind 21, das heißt, ich zahle insgesamt 21 für meine beiden Arbeiter, die ich platziere. Wir gehen wieder zurück, das Geld. Und damit haben wir die beiden ersten Arbeiter platziert. Es kommt jetzt darauf an, in der nächsten Zeit, in den nächsten Runden, auch die Produktionsstätten, die Käserei, die Bäckerei, das Weizenfeld, die Whiskybrennerei und eben die Kuhweiden und die Schafweiden zu platzieren auf den jeweiligen Feldern, die jeweiligen Kosten zu bezahlen und darüber die Einnahmen zu generieren. Ihr seht das hier, jetzt sind meine Arbeiterfelder hier oben frei geworden. Das heißt, ich bekomme bei einer Abrechnung jetzt entsprechende hier markierte Einnahmen. Und zwar, gerade bei den Arbeitern seht ihr das, ich bekomme für jeden Holzarbeiter und für jeden Baumfäller bekomme ich derzeit 4. Wenn ich das technische Upgrade für meine Waldverarbeitungstechnologie durchführe, dann bekäme ich für jeden Holzfäller 6. Habe ich aber noch nicht, würde mich auch Geld kosten. Das gleiche bei den Bergarbeitern, statt 6 bekäme ich 8, wenn ich das Upgrade der Bergbautechnologie durchführen würde. Gut, gucken wir uns das an. Es geht los. Ich kann in einer Runde, wir spielen eine Runde, es müssen insgesamt 5 werden. Ich muss Exportaufträge erfüllen. Ich muss auf dieses Wertungsziel hinarbeiten. Dieses hier heißt, dass ich mir einen Siegpunkt gutschreiben kann für jedes Upgrade, das durchgeführt wurde. Upgrades sind hier sind die Schifffahrts-Upgrades und die Handels-Upgrades. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel schon welche bekommen, sodass ich also auch auf jeden Fall zum Schluss Siegpunkte bekomme. Und Upgrades zählen für die Schifffahrtsleiste erst ab hier und natürlich hier diese beiden. Das schauen wir uns an während der Runde. Was ich aber während der Runde tun kann, sind 7 verschiedene Dinge. Ich kann handeln, ich kann Exportaufträge nehmen, ich kann expandieren, also Ressourcen, Arbeiter auf das Feld bringen. Ich kann meine Schifffahrt verbessern, ich kann meine Technologien verbessern, ich kann Händler anwerben und ich kann Exportaufträge erfüllen. Ich kann so im Prinzip alles machen, solange, und das beliebig oft, weil ich ja alleine bin, muss ich darauf nicht abwechselnd warten, bis andere Spieler etwas tun. Das kann ich so lange tun, bis ich nichts mehr tun kann, weil ich keine möglichen Ressourcen mehr habe. Dann muss ich passen. Und in dem Moment endet die Runde und es geht dann eine neue Runde los und vorher wird zwischengewertet. Das schauen wir uns an. Ressourcen habe ich, die Startressourcen. Die Händler habe ich. Wir schauen mal, was wir machen können. Wir haben Milch. Wir haben Whisky und damit könnten wir schon handeln, um mehr Geld einzunehmen. Das machen wir aber noch nicht. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. Wir versuchen erstmal Ressourcen zu platzieren oder Upgrades durchzuführen. Um mehr Geld zu bekommen von Anfang an, brauche ich auch Einnahmen aus den Ressourcen. Das heißt, die Upgrades wären mir wichtig. Dieses Upgrade hier kostet mich 10. Und dieses hier ebenfalls. Das heißt, wenn ich 20 bezahle, könnte ich beide Felder upgraden. Dann habe ich aber nur noch 14, um Arbeiter oder Weizen zum Beispiel zu platzieren. Der Weizen ist auch ganz wichtig, denn damit kann ich Brot und Whisky produzieren. Es gibt in der Regel die Darstellung, wie die Produktionsphase verläuft, wenn man nämlich seine Ressourcen platziert hat. Das sind ja hier. Jedes Schaf produziert ein Wolle, jedes Rind ein Milch, jeder Acker 2 Getreide. Und wenn ich zum Beispiel eine Käserei liegen habe und ein Milch benutze, also abgebe, dann bekomme ich einen Käse. Wenn ich eine Bäckerei ausliegen habe und ein Getreide abgebe, bekomme ich Brot. Und wenn ich eine Destillerie habe, ein Getreide abgebe, bekäme ich ein Fass Whisky. Das muss ich aber alles auf dem Platz haben. Das heißt, ich muss mir dann erstmal dafür das Geld zurücklegen, um das auch platzieren zu können. Und da ist wichtig, mit dem Getreide anzufangen, damit man später Brot und Whisky auslegen kann oder bekommen kann. Das heißt, wir versuchen mal ein günstiges Getreidefeld zu finden. Das ist dieses hier, 3. Und das Getreide kostet schon 18 in der Auslage. Also am Anfang sehr teuer.
bringt mir dann aber später auch jeweils 2 Getreide. 18 und 3 sind schon 21. Die geben wir auch aus. Und was können wir noch platzieren? Wir gucken ein bisschen auf die Exportaufträge. Da ist viel Käse dabei und Fleisch. Das heißt, wir müssen Kühe platzieren. Kühe kosten uns 9. Und wir suchen dafür ein günstiges Feld. 9 und 3 sind 12. Das heißt, wir zahlen nochmal 12. So. Jetzt haben wir kein Geld mehr, nur noch einen Pfund. Und müssen uns überlegen, wie wir an Geld kommen. Macht aber nichts. Ich kann ja handeln. Das heißt, ich kann den Whisky, den ich habe, zum Beispiel verkaufen. Das heißt, ich setze jetzt einen Händler hier hin auf Sale. Ich möchte verkaufen. Whisky, den gebe ich ab in den Vorrat. Bekomme jetzt die 11. Und da wir den Clan Steward haben, bekomme ich natürlich auch einen Bonus nach der Handelsaktion. 1 Pfund. Jetzt muss ich aber den Preis der Ware um einen nach unten verschieben. Dadurch, dass ich den Whisky auf den Markt geschmissen habe, wird er natürlich jetzt günstiger. Und ich hatte nur einen, das heißt, ich brauche da jetzt nicht weiter zu verkaufen oder zu handeln. Ich darf jetzt übrigens auch nicht hier hingehen, um günstig wieder Whisky für 10 zu kaufen. Das ist sozusagen Hochfrequenzhandel. Den gab es in Schottland damals noch nicht. Machen wir nicht. Ist laut Regel untersagt. So, ich kann aber weiter handeln. Ich könnte zum Beispiel jetzt ebenfalls auch die Milch verkaufen. Die bringt derzeit 5. Das machen wir auch. Wir setzen den Händler hier hin. Verkaufen beide Milch. Oder muss ich auch wieder nachschlagen? Muss ich pro Ressource einmal hinsetzen, einen Händler? Dann müsste ich 2 Händler dort platzieren. Ah. Ich muss natürlich pro Einheit für beide Milch. Galonenmilch verkaufen, beide Milchmengen. Das heißt, ich platziere auch 2 Händler, verkaufe beide für jeweils 5, bekomme also die 10 und reduziere den Preis. Der bleibt bei 5 in diesem Falle. So, jetzt habe ich mir wieder Geld verschafft. Mit dem Geld möchte ich weiter. Ich bin in Richtung dieses Hafenplättchens hier unterwegs. Ich möchte in Richtung dieses Hafenplättchens nach hier. Das heißt, ich könnte hier was platzieren. Das Feld kostet 4. Ich könnte dort, weil hier immer wieder Käse verlangt wird, auch die Käserei mal platzieren. Die kostet mich 8. Und 4 sind 12. Und was brauchen wir noch? Wir könnten vielleicht, das Feld ist günstig mit 3, ich habe aber nur noch 11. Ich kann also keine Kuh mehr platzieren, um weitere Milch zu bekommen. Die Milch brauche ich aber auch für die Käserei, um den Käse zu bekommen. Weitere Käserei würde mir nichts bringen. Ich könnte noch tatsächlich einen Schaf platzieren. Das kostet 8 und das Feld kostet 3 in der Belegung. Das heißt, die 11 sind auch weg. Ich bin pleite. Verkaufen kann ich auch nichts mehr. Ich kann mal gucken, was ich demnächst an Exportaufträgen bekommen könnte oder erfüllen könnte. Ich bekomme nachher Wolle, ich bekomme nachher Käse, wenn ich die Milch direkt verarbeiten lasse. Ich bekomme auf jeden Fall Getreide. Und kann noch nicht backen, weil ich noch keine Bäckerei ausgelegt habe. Bekomme aber auch nachher Weizen. Dann schauen wir mal, ob wir den nachher handeln können später. Aber erstmal kann ich jetzt nichts mehr tun. Ich kann auch nicht irgendetwas ausbauen, weil das Geld kostet. Hier die Schifffahrt aufzuweiten würde 4 kosten, die habe ich im Moment nicht. Das heißt, ich muss passen. Es kommt zur ersten Wertung. Wir gucken. Nein, was ich noch vergesse. Wir wollen geschickt sein.
schaut mal bitte hier, da steht ja 5, 0, 5 und 5, 10 und 15. Die ersten Zahlen in schwarz, die nächsten in rot. Ich bekomme in der ersten Runde 5, wenn ich einen Exportauftrag nehme. In der zweiten Runde bekomme ich nichts, in der dritten muss ich schon zahlen und in den weiteren Runden muss ich noch mehr zahlen. Das heißt, ich sollte mir tatsächlich jetzt schon einen Exportauftrag sichern, den ich vielleicht früh erfüllen kann, um dann direkt auch günstig an diesen Exportauftrag zu kommen. Und dann nehmen wir den hier, bekommen die 5. Hätten da vielleicht dann auch hier etwas anderes platzieren können oder vielleicht sogar sollen. Da haben wir dann nicht drüber nachgedacht. Jetzt kann ich aber mit den 5 meine Schifffahrt nochmal verbessern. Das mache ich und bekomme für die 4 einen zurück, weil ich jetzt nachher auf das nächste Wertungsplättchen hinarbeite. Okay, so, wir sind jetzt so weit, dass wir nichts mehr machen können, nichts mehr machen dürfen. Wir müssen eine Runde beenden und dann kommt es zur Zwischenwertung. Und das heißt, dass wir in der Reihe Folgendes tun müssen. Das ist die sogenannte Produktionsphase, die jetzt beginnt. Wir fangen damit an, dass ich passe. Und für das Passen bekomme ich als Erster, und das ist im Solospiel immer das gleiche, 16 Pfund. Mit denen kann ich jetzt aber nicht direkt losspielen, wir müssen erst weiterwerten. Jetzt bekomme ich für jeden Arbeiter Geld. A4 für die Holzarbeiter, 6 für den Bergbauern. Das macht zusammen 10. Ich habe jeweils nur einen draußen. Die 10. So, dann bekomme ich die Grundwaren. Jedes Schaf, ich habe eines hier draußen, dafür kriege ich Wolle. Für jede Kuh bekomme ich Milch. Und für den Acker hier bekomme ich 2 Getreide. So. Und dann bekomme ich die Produktionswaren, die verarbeiteten Waren. Möchte ich das tun? Das ist die Frage. Eine Käserei habe ich liegen. Ich könnte jetzt also aus der Käserei bei der Käserei Milch machen, Käse machen aus der Milch. Weiß ich nicht, ob ich das tun soll. Wenn ich den verkaufe, der ist natürlich doppelt so teuer wie die Milch. Das heißt, ich produziere jetzt tatsächlich einen Käse mit der Käserei. Und Whiskybrennerei oder Bäckerei habe ich nicht da liegen. Das heißt, an Ressourcen war es das. Und dann müsste das die Runde gewesen sein. Werten wir dieses Wertungsplättchen. Für jedes Upgrade bekomme ich einen Siegpunkt. Ich habe hier 1, 2, 3, hier eines sind 4 und hier keines, es bleibt bei 4. Ich habe 4 Upgrades, ich bekomme also 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Damit ist das Plättchen gewertet. Und es kommt zur nächsten Runde. Wir decken das nächste Wertungsplättchen auf. Und das sagt mir, dass es, ich gucke jetzt gerade mal die Regel nach, um es genau zu haben, ich bekomme 2 Siegpunkte für jede Einheit Fleisch auf den erfüllten Exportaufträgen. Also wenn ich hier Exportaufträge liegen habe, die ich erfüllt habe, was noch nicht der Fall ist, dann bekäme ich für jedes Fleisch, was dort liegt, 2 Siegpunkte. Mal schauen, ob wir da ein bisschen Fleisch produzieren. Es liegen ja auch Exportaufträge da. Ich muss aber noch Exportaufträge nachfüllen, bevor ich mit der nächsten Runde beginne. Und ich muss den Markt manipulieren. Ohne Gegenspieler wäre es sonst langweilig. Und ihr seht hier, Milch wird um 1 reduziert. Und dann kommen die Händler zurück. Das
würde jetzt also günstiger sein, Milch einzukaufen, anstatt Milch zu produzieren und zu verkaufen. Da müssen wir mal gucken, was wir dann tun können. Und minus 1 sagt, dieser Exportauftrag kommt weg. So, das war's mit Runde 1. Es beginnt Runde 2. Wir können wieder platzieren, so wie wir wollen. Wir müssen an diesen Bonus ran. Hier sind 10 Pfund, die sind auch nicht zu verachten. Und hier Marktpreismanipulation. Damit können wir vielleicht sogar anfangen, indem wir etwas platzieren. Zum Beispiel eine Whisky-Brennerei, eine Destille für 14. 10 für die Destille und 4 für das Feld. Und was wir noch nicht haben, ist eine Bäckerei. Die Frage ist, ob wir das jetzt schon machen. Was wir jetzt aber nutzen können, ist der Hafenbonus. Das heißt, ich markiere hier, dass ich den Hafenbonus genutzt habe und kann ein Plättchen um bis zu 3 nach oben oder unten manipulieren. Ich könnte jetzt also beispielsweise, ich habe eine Wolle, das könnte ich nachher verkaufen, wenn ich das um 3 manipuliere, würde die Wolle von 4 auf 6 den Preis erhöhen, wären 2 Pfund mehr. Ich habe aber auch Getreide, das ich verkaufen könnte, das würde ich von 5 auf 7 erhöhen können. Ich habe aber auch einen Käse, den ich verkaufen kann und dessen Preis würde ich von 10 auf 1, 2, 13 erhöhen können. Das bringt richtig was. Und ich glaube, genau das tun wir. Wir erhöhen den Preis von Käse. Und dann gehen wir hin und verkaufen einen Käse und kassieren dafür die 13. Und unseren Handelsbonus. 1. Jo. Und wir haben wieder ein bisschen Geld und können wieder expandieren. Schauen wir mal, was noch günstig ist. Ich könnte zum Beispiel unser Einkommen erhöhen für die Bergarbeiter und für die Holzfäller. Vielleicht jetzt ganz praktisch, weil in jeder weiteren Runde bringen die dann auch weiteres Geld. Das heißt, ich zahle die 20 und rüste meine beiden Arbeiter auf. Dann als nächstes werde ich mit den 3, 4, 7, die ich noch habe, da kann ich nicht viel tun. Tja, kann ich in der Tat nichts mehr tun. Habe ich noch was, was ich verkaufen kann? Ich brauche noch ein paar Pfund. Und wie viel bräuchten wir? Wir gucken mal. Wenn ich mir jetzt einen Exportauftrag nehme, würde ich kein Geld bekommen. Ich habe auch hier noch einen, den ich noch nicht erfüllen kann, weil ich jetzt keinen Käse und erst recht keine 2 Wolle habe. In der nächsten Runde wird das was. Das heißt, wir schauen jetzt mal Nachbarfelder, die ich besetzen kann. Sind 4, 4, 5, 6, 3. Die Felder hier, 3, 3, 2, ließen sich vielleicht ganz gut in der Folge nacheinander besetzen. Sieht relativ günstig auszuweiten, aber ich muss auch irgendwo hier hin, um an diese 10 Pfund zu kommen. Das heißt, ich muss 4, 4, 5, 4 und 6 bezahlen. Über einen anderen Weg komme ich an dieses Hafenplättchen nicht ran. Und 4 und 8 wären 12, ich habe ich nicht. Ich könnte ja mal ein bisschen Getreide verkaufen, das heißt, ich verkaufe 2 Getreide. Zum jeweils 5 macht 10. 10 Einnahmen, Waren abgeben, den Handelsbonus als Clan Steward kassieren und den Preis ein runtersetzen.
Und wir könnten auch die Wolle verkaufen. Das heißt, wir verkaufen die Wolle zu 4. Geben noch einen dazu, nehmen uns 5, reduzieren den Preis und dürfen den Handelsbonus nicht vergessen, bekommen wieder einen. So, das heißt, wir haben jetzt wieder 10, 15, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 23. So schnell kommt man an Geld. Und wir wollen an diese 10 Pfund heran. Das heißt, wir können auf das Viererfeld was platzieren und dort einfach mal eine Bäckerei 4 und 8 sind 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind 10 und noch 2 Einzelne sind 12. Habe ich das gemacht? Jetzt bleiben mir noch 11. Für die könnte ich ja und 18, 12. Ich kann also kein Schaf platzieren. Ich habe nur noch 11. Ich kann aber auch keinen Holzarbeiter hier hinsetzen. Aber ich könnte einen Holzarbeiter hier hinsetzen, denn hier ist Wald. Hier ist kein Wald abgebildet. Das heißt, ich darf hier keinen Holzfäller hinsetzen. Ich kann aber hier einen Holzfäller hinsetzen. Und der würde mich dann genau 11 kosten. Andersherum kann ich aber auch hier etwas hinsetzen, um zum Beispiel weiteres Fleisch zu produzieren, was ich nachher bei dem Exportauftrag wieder brauche. Das würde mich auch 11 kosten, wenn ich hier zum Beispiel ein Lamm platzieren würde. Andersrum bringt mir diese Arbeit aber auch wieder Einnahmen. Ich probiere es mal hier mit dem Holzfäller und zahle genau die 11. Meine Händler sind platziert. Hier, ich habe nichts mehr weiter zu handeln. Ich könnte jetzt noch was kaufen, dafür habe ich kein Geld. Ich könnte was weiteres versuchen, Hafenplättchen. Da bin ich, das eine habe ich benutzt, die anderen kann ich noch nicht erreichen. Das heißt, ich bin soweit durch, muss passen. Exportauftrag kann ich noch nicht erfüllen. Wir gehen also in die Produktionsphase. Ich bekomme wieder für jeden Bergarbeiter 6, für jeden. Und jetzt sind es nicht mehr 6, habe ich gerade übersehen. Da sind sie. Ich habe ja upgegradet. Bin jetzt auf 8 für jeden Bergarbeiter. Dann bin ich auf 6 für jeden Holzfäller abgegradet. Das heißt, für die 2, die ich habe, bekomme ich insgesamt 12. Ich bekomme noch, weil ich gepasst habe, das habe ich gerade mal sehen, die 16 für den Passbonus. Gehen in die dritte Runde. Dann bekomme ich eine Wolle, weil ich Schaf auf dem Feld habe. Ich bekomme Milch. Ich bekomme 2 Getreide. Und dann möchte ich tatsächlich einen Käse produzieren aus der Milch. Das kann ich tun. Und aus dem einen Getreide mache ich tatsächlich Brot. Und aus dem anderen Getreide tatsächlich mal ein Fass Whisky. So, den können wir nämlich nachher vielleicht verkaufen. Vielleicht können wir den Preis nochmal manipulieren. Mal gucken, was wir gleich würfeln. Das müssen wir nämlich jetzt auch noch tun. Ich muss noch den Exportauftrag auffüllen. Whisky wird um 2 Felder teurer. Zack, zack. Gut, dass wir den Whisky gleich haben. Und plus 2. Dieser Exportauftrag kommt weg. Die Händler kommen zurück. Und damit habe ich die Runde. Ich schaue noch mal in die Regeln kurz, ob ich irgendetwas übersehen habe. Nein, wir müssen noch werten, aber da passiert nicht viel. Ich bekäme 2 Siegpunkte für jeden Fleisch auf erfüllten Exportaufträgen. Ich habe noch keinen Exportauftrag erfüllt. Passiert also tatsächlich nichts. So, wir sind auf Runde 3 und es geht wieder los. Wir platzieren wieder Arbeiter und versuchen Exportaufträge zu erfüllen. So, ich habe eine Wolle
und Käse, die brauche ich für den Exportauftrag. Später noch ein Lammfleisch, ein Lammkotelett. Das produzieren wir das doch einfach mal. Wir legen aus. Erstmal verkaufen wir den Whisky. Bringt ja nochmal Geld. Ein Fass Whisky verkaufen. 12 einnehmen. Und den Handelsbonus einnehmen. Und den Preis um 1 reduzieren. Dann das Brot. Das können wir auch verkaufen. Wir brauchen es derzeit nicht. Und das ist auch nur in dem einen Exportauftrag, den ich im Moment nicht erfüllen möchte oder kann. Das heißt, wir verkaufen auch das Brot. Platzieren den Händler, geben das Brot weg, bekommen dafür 10. Und den Handelsbonus müssen reduzieren. Ihr seht, so manipuliert sich der Markt. Das heißt, ich kann tatsächlich immer wieder versuchen, die Preise zu gestalten. Und wenn die zu günstig werden, dann kann ich besser kaufen, anstatt zu verkaufen. Die Notwendigkeit besteht für mich noch nicht. Wobei ich mal gucken muss, ob ich vielleicht Milch kaufe. Denn den Käse, der ist im Moment sehr teuer, der ließe sich gut verkaufen. Das machen wir mal. Und Milch ist günstig, die können wir dann besser kaufen. Wir verkaufen einen Käse für 13. 1, 2, 3 und den Handelsbonus haben wir reduziert. So, die Wolle behalten wir, aber jetzt können wir Milch kaufen. Milch ist günstig für 4 und ich brauche 2. Dann kann ich nämlich nachher auch entsprechend Käse wieder produzieren. 2 mal Milch kostet mich 8. 1, 2, 3 und die 5 sind 8. Damit bekomme ich 2 Milch und ich darf mir den Handelsbonus nehmen. Und so, damit habe ich wieder meine Rohstoffe, Grundwaren aufgefüllt, sodass ich gleich den Käse produzieren kann, den ich wieder teuer verkaufen kann. Das haben wir ja hier noch. Und dann kann ich mal versuchen, wieder ein paar Ressourcen zu platzieren. Wir müssen es ein bisschen ausdehnen. Ich brauche die 10 Pfund, die möchte ich haben. Das heißt, wir gehen mit einer Käserei auf die 4, das kostet mich hier 8, auf dem Feld hier 4, das sind zusammen 12. Dann platzieren wir einen weiteren Holzfäller auf diesem Feld, der kostet mich hier 6, auf dem Feld 5, macht zusammen 11. Dann kann ich einen Bergarbeiter hier platzieren. Der kostet mich auf dem Feld 4 und hier 10 macht 14. Und dann muss ich nochmal auf dieses Feld gehen. Das kostet 6. Das ist schon relativ teuer, aber ich komme sonst nicht an diesen Bonus ran. Puh, was können wir denn dann da platzieren, ganz geschickt. Ja, vielleicht noch. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, durch das Kaufen der Milch ist natürlich die Milch auch etwas teurer geworden. Mir fällt ein, ich könnte ja noch eine Kuh platzieren. 9 und 6 sind 15. Und hier oben vielleicht ein Lamm, um nochmal Wolle zu bekommen. 3 und 18, 11. So, jetzt haben wir eine Menge Zeug aufs Feld gebracht. Bekommen dafür aber natürlich nachher wieder was. Ihr seht jetzt, ich bin hier am Feldrand angekommen. Ich darf in der Solo-Variante die äußeren Felder nicht verwenden. Ich kann hier nicht hin, weil das ein günstiges Feld ist, das ich nicht belegen darf. Das heißt, ich muss jetzt über Wasser an dieses Feld heran, um es nutzen zu können. Meine Schifffahrt muss also 1 sein.
um dann da direkt Nachbarschaft zu sein. Das heißt, die 1 habe ich hier schon. Ich kann also jetzt direkt das Hafenplättchen nutzen und bekomme die 10 Pfund Bonus. Und das führt uns dazu, dass wir wieder was machen können, und zwar auf der anderen Seite des Geländes. Ich kann hier oder hier ausweiten. Ich möchte aber eigentlich auch noch mal da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jeweils hinkomme. Und hier, die Felder sind sehr günstig. Das heißt, wir schauen mal, was wir da noch machen können. Brauchen wir noch Getreide. Das wäre vielleicht das nächste. Wir produzieren noch mal Getreide. 10 hier, 18 hier, 2 dort, 20 können wir gleich. Ha, so viel haben wir doch nicht. Das Getreidefeld ist doch sehr teuer. Whisky-Brennerei. Ja, wir können auch Whisky produzieren nochmal. Aber dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Whisky auf dieses günstige Feld. Das kostet nur 3 und die 10 sind 13. Und schon sind wir wieder am Ende vom Geld. Verkaufen können wir auch nichts mehr, weil die Händler alle schon auf dem Markt platziert sind. Und das heißt, wir müssen passen. Vierte Runde, wir kriegen den Passbonus von 16. Dann nehmen wir die Händler zurück. Wir kommen jetzt in der Produktionsphase. Für jeden Bergarbeiter 8, das sind zusammen 16. Für jeden Holzfäller 6, wir haben 3 draußen, das macht 18. Dann produzieren wir die Grundwaren. Ich habe 2 Schafe draußen, bekomme 2 Wolle. Ich habe 2 Kühe draußen, bekomme 2 Milch. Dann habe ich 2 Käsereien, kann also für 2 Milch 2 Käse bekommen. Ich habe einen Acker draußen, bekomme 2 Getreide. Und ich möchte Whisky produzieren. Möchte ich das? Ich weiß nicht, was teurer wird, Whisky oder Brot. Ich produziere ein Whisky und ein Brot. Für die beiden Getreide, ein Whisky und ein Brot. Okay, das sind meine Produktionsphasen. Ich gucke mal auf die Exportaufträge, was ich jetzt noch tun kann. Nee, ich bin jetzt nicht mehr in der Runde. Das heißt, ich kann jetzt im Moment noch keine Exportaufträge wieder erfüllen. Ich könnte jetzt aber gleich ein Lamm schlachten, 2 Wolle und einen Käse abgeben und könnte den Exportauftrag erfüllen. Machen wir gleich. Ich muss jetzt aber wieder nachfüllen mit diesem Exportauftrag. Ich muss die Marktpreise manipulieren. Milch wird 1 Pfund oder einen Ticken teurer. Es bleibt bei 5. Und plus 1 heißt, dieser Exportauftrag geht weg. Okay. Ihr seht diesen neuen Exportauftrag. Der sagt, ich hätte gerne 3 Kühe, 3x Steak. Und ein Brot, und dafür kommen 4 Zuckerrohr, 2 Updates und 10 Pfund. Mal gucken, ob das was bringen kann. Spannend. Aber wir müssen uns natürlich auch mit denen füllen. Und den können wir erstmal mit denen erfüllen. So. Das heißt, wir schauen auf die nächste Runde. Es geht weiter. Oh, das war ja die zweite Runde, jetzt kommt die dritte Runde. Genau. Nee, die dritte Runde war beendet, wir sind jetzt wieder in der vierten. Das heißt, die Ende der dritten Runde, wir müssen für jede Grundware, die wir haben, das ist dieser Punkt, noch einen Siegpunkt werfen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Grundwaren. 1, 2, 3, 5. Mal checken, ob ich das richtig gesehen habe. Grundware.
Ja, das ist für jede Grundlage. Und jetzt kommt der vierte Wertungspunkt. Und das heißt, für jedes Feld, was 5 oder 6 an Feldkosten hat, bekomme ich 2 Siegpunkte. Da habe ich schon ein paar, kann aber noch ein paar mehr besuchen. Wir gucken uns das gleich an. Sind jetzt in der vierten Runde, ganz genau. Und jetzt ist jeder Exportauftrag, den ich nehme, 10 Pfund teuer. Gut. Dann geht's los. Wir gucken uns mal den Exportauftrag hier. 2 Wolle hätte ich, ein Käse hätte ich. Und jetzt muss ich ein Lamm wegnehmen. In meinen Vorrat zurück, wenn ich das geopfert habe. Damit habe ich den Exportauftrag erfüllt. Und das führt mich dazu, dass ich jetzt 3 Tabak bekomme, oder das Tabak auf der Importleiste 3 Punkte bekommt. Dass ein Hopfen gewertet wird, das wird später dann ein Siegpunkt, und noch nicht jetzt, sondern erst in der Endabrechnung. Und dass ich jetzt einmal ein kostenloses Feld besiegeln darf, das gebe ich mir in der Regel an, dass ich das verkehrt mache. Genau, wir bezahlen nur die Kosten der Einheit, aber nicht die Kosten des Feldes. Und da lohnt es sich natürlich jetzt direkt ein teures Feld zu besiedeln, weil das mir später sogar noch in der Wertung zusätzliches Geld bringt. Und dann nehme ich einen Bergarbeiter, den ich nach hier platziere und zahle nur die 10 für die Einheit. Und damit haben wir diesen Exportauftrag abgehandelt. So, möchte ich mir schon einen neuen Exportauftrag nehmen? Das lasse ich mal. Ich möchte mich ein bisschen darum kümmern, dass ich... Na doch, ich brauche mehr Siegpunkte. Wie kriege ich Siegpunkte, indem ich diesen Hopfen bekomme? Und das ist zum Beispiel dieser hier für 2 Käse. Den könnte ich mir nehmen. Der kostet mich aber 10, das tun wir. Das heißt, ich habe jetzt als nächstes Ziel, 2 Käse zu produzieren. Das dürfte in der nächsten Runde kein Problem sein. Beziehungsweise ich kann mir den Käse auch kaufen. Könnte ich ja genau. Ja, das machen wir vielleicht mal sogar. Sehen wir mal, wie das funktioniert. Käse ist zwar im Moment sehr teuer. Aber er bringt mir ja auch was. Also kaufe ich einen Käse. Zahle dafür die 12. Bekomme den Käse. Jetzt habe ich 2 Käse. Bekomme den Handelsbonus. Und der Preis steigt. Jetzt habe ich 2 Käse abgegeben. Und damit diesen Exportauftrag erfüllt. Für den Exportauftrag bekommt jetzt Zuckerrohr einen Importpunkt. Wie das in der Abrechnung nachher aussieht, sehen wir dann später. Und 8 Pfund bekomme ich extra. Und ich habe wieder weitere 5 Hopfen. Das werden nachher Siegpunkte in der Endabrechnung. So. Dann kann ich mir überlegen, Brot ist im Moment etwas günstig, ob ich mir so einen Auftrag nehme. Aber das kostet dann auch wieder Fleisch. Dieser Auftrag hier, ein Käse, das wird nichts. Nicht so schnell. Nee, das lassen wir erstmal. Wir können im Moment maximal in die Richtung oder in die Richtung was erfüllen. Wolle kriegen wir nachher genug. Käse haben wir noch nicht genug. Wir schauen mal, ob wir vielleicht noch 1-2 Käsereien platzieren können und eine Kuh. Und das können wir hier am besten auf den günstigen Feldern. Wir schauen mal nach Geld. 10, 20, 2, 4, 6, 28. Eine Kuh kostet mich 9 und das Feld hier 2 sind 11. Und
eine Käserei, kostet mich 8 und auf dem Feld hier kostet es noch 2, das macht zusammen 10. Jetzt haben wir hier noch 2, 4, 6, 7. Für 7 können wir jetzt auch nicht mehr wirklich was machen. Wir könnten noch mal Whisky verkaufen. Kriegen für das eine Fass Whisky 11. Preis sinkt wieder. Und mit den 2, 4, 18 können wir natürlich jetzt wieder was tun. 18 ist aber zu wenig, um Getreide zu platzieren. Reicht aber, um auf diesem Feld hier noch was zu platzieren. Da könnten wir noch eine Käserei platzieren. 8 und 3 sind 11. So, dann schauen wir mal hier unten. Ich habe auf dieser Wertungstafel, jetzt habe ich gerade einen Moment überlegt, entschuldigt bitte, auf diesem Spielertableau sehe ich jetzt hier am untersten Ende nach den 4 Käsereien ein Symbol. Das muss ich mir nochmal genau in der Regel anschauen, was das bedeutet. Ach ja, genau, das ist dieser Gebäudebonus. Ich habe jetzt 4 platziert. Ich kann mir jetzt die obersten 3 Exportaufträge ausgucken und mir einen oder keinen auswählen, weil ich ja hier Platz habe. So, hier habe ich einen für 4 Whisky, einen für 2 Fleisch und einen für ein Brot, ein Käse, ein Whisky. Ein Brot, ein Käse, ein Whisky kriegen wir nachher ganz locker produziert. Das heißt, den können wir uns hinlegen, den suchen wir uns aus. Die anderen beiden kommen weg. Das heißt, wir haben jetzt günstig einen Exportauftrag bekommen, den wir auch erfüllen können. Denn wir haben das Brot, der Käse kommt gleich in der Produktionsphase, genau wie der Whisky. Und das heißt, wir sind dann in der nächsten Phase, danach sind wir wieder dabei. Können wir noch irgendetwas handeln? Wir könnten jetzt zum Beispiel das Brot behalten, Wolle und Milch verkaufen, bringen uns aber nicht sehr viel. Können es trotzdem tun. Wir verkaufen 2 Milch und der Preis sinkt, aber vorher haben wir 5 kassiert und den Handelsbonus sind 11. Wir verkaufen eine Wolle, wir kassieren 4 und den Handelsbonus macht 5. Jetzt gucken wir wieder. 2, 5, 18, 19, 20, 1, 2, 23. Das heißt, ich könnte ein Getreide platzieren. Noch ganz interessant werden können. Oder ich belege noch ein. Ja. Wir können 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir platzieren erstens ein Getreide. 1, 2, 3, 18. Und machen das auch noch auf einem teuren Feld. 2, 4, 5. Auf diesem Feld hier. Denn das bringt mir ja hier eine Siegpunktwertung noch. 2 Siegpunkte. Und damit sind wir pleite. Und hoffen, dass das in der nächsten Runde was bringt. Wir passen. Damit beginnt die letzte Runde. Wir bekommen die 16 Bonus. Dann geht es in der Produktionsphase los. Wir bekommen für unsere 3 Bergarbeiter 24. Wir bekommen für unsere 3 Holzfäller, 18. Wir bekommen in der Produktionsphase 1 Wolle, 3 Milch, 4 Milch auch 4 Käse produzieren.
bekommen 4 Getreide und können aus den 4 Getreiden maximal ein Brot, das machen wir, und wir haben auch 2 Destillerien draußen, also 2 Getreide abgeben und 2 Whisky produzieren. So, das heißt, wir können nachher in der nächsten Runde diesen Exportauftrag ganz locker erfüllen und können uns vielleicht sogar noch einen leisten. Wir schauen aber jetzt nochmal auf die Wertung. Wir bekommen jetzt für jedes 5er oder 6er Feld 2 Siegpunkte. Wir gehen es mal durch. Hier ist es 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2 Siegpunkte macht genau 10. Wir kommen auf 19. Und das war die Wertung dafür. Und dann sind wir damit auch wieder durch. Wir nehmen die Händler zurück. Zwei Exportaufträge nachfüllen. Dann werden Marktpreise manipuliert. Whisky wird um 2 teurer. Und um plus 2 heißt, es geht auch dieser Exportauftrag wieder weg. Die Wertung ist erfolgt. Wir decken das letzte Plättchen auf und das bedeutet, dass wir für jeden platzierten Arbeiter, ich schlage es gleich in der Regel direkt nochmal nach, für jeden Arbeiter auch auf dem Spielplan dann 2 Siegpunkte bekommen. Das heißt, wir sollten schauen, ob wir die beiden Arbeiter noch loswerden, um noch ein paar Siegpunkte zu kassieren. Das kriegen wir, denke ich, aber auch locker hin. So, letzte Runde geht los. Wir fangen an, indem wir diesen Exportauftrag hier, ein Brot, ein Käse, ein Whisky, erfüllen. Tabak bekommt 3 Importpunkte, 1, 2, 3 und ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera seht, hier ist ein Grenzfeld überschritten worden. Das heißt, sofort bekomme ich 1 Pfund, wenn ich das richtig lese. Nicht kurz nachschlagen in der Regel. Das kommt davon, wenn man die Spiele nicht häufig genug spielt, dann hat man das nicht alles im Kopf. Bitte entschuldigt. Aber auch ihr solltet, wenn ihr euch unsicher seid, immer wieder nachschlagen. Importbonus. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ich das gelesen habe. Das kann nicht gleich weg sein. Naja, doch, tatsächlich 1 Pfund. Da haben wir es gefunden. Ich bekomme dafür 1 Pfund, dass Tabak jetzt im Import gestiegen ist. So. Und natürlich bekomme ich 2 Upgrades. Ich brauche keine Schifffahrts-Upgrades, aber die 2 Händler könnten mir helfen. Die nehme ich kostenlos mit dazu. Und ich bekomme 10 Pfund. Jetzt ist die Frage, ob ich einen weiteren Exportbonus erfüllen kann oder möchte. Ein Brot, 3 Käse, wir hätten zum Beispiel den hier. 3 Wolle, 3 Käse haben wir noch nicht. Wolle könnte man aber zur Not günstig kaufen. 3 Käse hätten wir. Jetzt würde diesen Exportauftrag erfüllen. Noch 1 Wolle, 2 Whisky. 2 Whisky haben wir nicht. Whisky ist auch etwas teurer geworden. 3 Brot haben wir derzeit nicht. Brot ist im Moment etwas günstiger. Es lohnt sich immer mal über die Exportaufträge zu schauen und zu überlegen, was man erfüllen kann.
Also was wir gut erfüllt bekämen, sind dieser oder dieser. Und ich glaube, davon ist der hier der attraktivere. Da gibt es nämlich noch 15 Pfund extra. Das heißt, den wollen wir uns gerne nehmen, müssen dafür aber die 15 Pfund auch erstmal zahlen. Weil wir sind ja in der fünften Runde. Aber es gibt dafür auch wieder 2 Siegpunkte. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Probieren das mal aus. 15. Zack. Dann kümmern wir uns auch um den erstmal. Die 3 Käse haben wir. Die Ressourcen hier habe ich vergessen rüberzulegen. Das haben wir abgegeben. Die 3 Käse hätten wir. 2 Wolle. Wir setzen also einen Händler auf Wolle und kaufen eine Wolle für 3. Eine Wolle kaufen. Preis steigt und wir kriegen natürlich den Handelsbonus. Haben also effektiv nur 2 bezahlt. Damit haben wir die 3 Wolle, die 3 Käse, geben das alles ab und bekommen jetzt auf der Baumwolle 4 Importpunkte. 15 Pfund, da sind sie wieder. Und 2 Siegpunkte für später. Und dann lassen wir das, glaube ich, jetzt auch mit den Exportaufträgen erstmal gut sein. Und wir gucken mal, was wir noch auslegen können, was uns noch Waren oder Einnahmen bringt in der Zukunft. Ich glaube, dieser Bergarbeiter hier auf diesem Feld mit den 2 Feldkosten macht zusammen 12. Der bringt uns nachher nochmal erstens Geldeinnahmen und zweitens Siegpunkte, wie wir hier im letzten Wertungsblättchen sehen. Dann können wir noch einen Holzfäller sicherlich irgendwo auslegen. Gucken, ob wir ein passendes, günstiges Feld finden. Günstiges Feld wäre hier, dann müssen wir über dieses, das heißt, wir müssen noch was anderes auslegen, das kriegen wir aber auch hin, denke ich. Wir könnten zum Beispiel noch eine Whisky-Distille aufbauen oder eine Kuh auf die Weide stellen, um Milch zu bekommen und dann Käse produzieren zu können. Getreide wollten wir eigentlich auch noch mal auslegen. Wobei wir haben jetzt 2 Felder schon ausgelegt. Das bringt 4 Getreide. Wir haben 3 produzierende Einheiten. Wir machen mal eine 4. Einheit. Wir legen eine Whisky-Destille. Die bringt uns später dann noch ein bisschen Whisky und hoffentlich auch das Geld. Kostet jetzt aber 10 und die 3 sind 13. Und dann legen wir den letzten Holzarbeiter raus. Und der kostet auf dem Feld 2 als Einheit 6 macht zusammen 8. Wir zahlen mal 10, kriegen 2 zurück. So, was können wir noch machen? Käse haben wir keinen, könnten wir gut verkaufen, um Geld zu bekommen. Können aber noch ein bisschen was auslegen. Schauen wir gerade so ein bisschen durch, welche Felder noch frei sind und was die jeweils kosten. Kommen wir hier rüber, das sind aber 5, hier sind es 4. Ich habe noch 30, 34 und habe noch einiges zum Auslegen. Wir gucken mal, gehen wir hier so hin. Eine Bäckerei können wir uns jetzt wieder mal auslegen. Kostet 5 und 8 sind 13. Und dann haben wir ja Schifffahrt ausreichend, um über das Loch hier hinüber zu hüpfen und uns auf dieses Feld setzen zu können. Das macht 5 und wir produzieren dort zum Beispiel, wir könnten wir stellen dort eine Kuh hin, 5 und 9 sind 14. Jetzt können wir dieses Hafenplättchen noch nutzen, kurz vor Schluss, eine Grundware abgeben und 3 beliebige Grundwaren hinzunehmen. Was haben wir denn? Wir haben eine Grundware abgeben und 3 beliebige zunehmen.
was können wir denn verkaufen? Milch kostet 5. Wir könnten zum Beispiel das Getreide abgeben und uns 3 Milch nehmen. Und jetzt haben wir ja noch genug Händler, um das alles zu platzieren. 1, 2, 3, 4 Milch haben wir noch. Ja, das schauen wir uns doch mal an. Wir verkaufen mal alle 4 Milch für 20 plus Handelsbonus. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld geschaffen. Und jetzt sinkt natürlich nochmal der Milchpreis. Das macht uns aber nichts. Und dann können wir tatsächlich nochmal ein Getreide auslegen. Das kostet uns 18 plus 4 für das Feld, sind insgesamt 22. Wir können noch. Ja, was soll's, letzte Runde, wir probieren das einfach mal. Wir verkaufen noch mal einen Whisky. Ein Whisky, der bringt uns 12 und den Handelsbonus. Und natürlich wird der Whisky wieder billiger. Und wir verkaufen noch mal das Brot. Das ist der Vorteil, wenn man viele Händler hat. Das bringt uns noch mal 9. Und den Handelsbonus nehmen wir uns direkt mit, sind 10. Und dann wird das Brot auch billiger. Jetzt haben wir wieder Geld. Wir können uns also nochmal eine Bäckerei platzieren. Die kostet uns 8 und das Feld sind 10. Bringt nach einer Produktionsphase wieder was. Und wir haben jetzt noch 19. Wir könnten platzieren die letzte Destille. Das bringt uns sogar noch einen kostenlosen Exportauftrag, weil wir wieder den Gebäudebonus nutzen können. Dann machen wir das mal auf dieses Feld. 3 und 10 sind 13. Dann nutzen wir den Gebäudebonus, indem wir uns 3 Exportaufträge angucken. Brot Whisky kriegen wir gleich in der Runde, können wir aber nicht mehr. Ist aber die letzte Runde, das heißt, wir können es nicht mehr produzieren. Haben wir nicht. Haben wir uns zu früh gefreut. Wir suchen uns keinen aus. Weg damit. Damit müssen wir passen. Ende Gelände. Das heißt, 5. Runde ist zu Ende. Wir haben fast alles ausgelegt. Wir haben 3 von 4 Hafenplättchen genutzt. Und ob uns das was bringt und was uns das genau bringt, das schauen wir uns jetzt an, wenn wir die Schlusswertung machen. Das heißt, wir müssen in die Produktionsphase gehen. Die Runde ist beendet. Ich bekomme jetzt meines Wissens keinen Passbonus mehr. Nee, ich sehe davon nichts. Doch. Ich sehe es auch in der letzten Runde. Ah, das heißt, ich bekomme nochmal die 16 Passbonus. Und dann geht's los mit der Produktionsphase. Die kommt nochmal dran. Jeder Arbeiter bekomme ich Geld für. Das heißt 32 für die Bergarbeiter und 24 für die Holzfäller. Das macht zusammen 56. Sind 50 und dann kommen 6 dazu. Dann bekomme ich für die Grundwaren 1 Wolle, 4 Milch. Daraus mache ich auch 4 Käse. Dann bekomme ich 6 Getreide. Daraus mache ich auf jeden Fall aus 4 davon Whisky.
aus zweien davon Brot. So. Und dann habe ich die Produktion soweit durch. Und jetzt kommt die Bewertung, dass ich für jeden Arbeiter draußen 2 Siegpunkte bekomme. Das sind alle 8. Das heißt, ich bekomme 16 Siegpunkte. 16 und 19 sind 35. Das heißt, ich rutsche einmal rum und bekomme den 30er Bonus. 30. Und jetzt bekomme ich finale Siegpunkte. Jetzt geht's los. Auf die 35 bin ich schon. Für jede Grundware bekomme ich einen Siegpunkt. Das ist die eine Wolle, die ich hier habe. Ein Siegpunkt. Für jede verarbeitete Ware bekomme ich 2 Siegpunkte. Das sind 1, 2, 4, 6, 8, 10 mal 2 sind 20 Siegpunkte. Und die Waren kommen wieder weg. Für je volle 10 Pfund bekomme ich einen Siegpunkt. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Und damit rutscht dieses Plättchen auf die 60. Jetzt für jeden Hopfen in den erfüllten Exportaufträgen einen Siegpunkt. Das sind hier 2, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und je nach relativer importierter Menge von Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr. Baumwolle, Tabak, Zuckerrohr. Das seltenste der Importgüter ist am meisten wert. Das Gut mit dem Marker auf dem höchsten Wertungsfeld wurde am meisten importiert und ist jeweils 3 Siegpunkte wert. Das heißt, wir gucken mal, was ich alles so importiert habe. Ein Zuckerrohr habe ich am wenigsten importiert. Zuckerrohr. Und dafür bekomme ich 5 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Für Baumwolle habe ich 4 importiert und bekomme für jedes 4 Siegpunkte. Das sind 16. Und die 16 sind 32. So, wieder ein 30er Marker. Und für die 6 Tabak, die ich importiert habe, bekomme ich jeweils 3 Siegpunkte. Also die 6 Tabak zu sehen. 3 mal 6 sind 18 Siegpunkte, die kommen hier noch dazu, das sind das auf 20. So. Da ich Solo spiele und nicht mit 2 oder mehr Spielern, bekomme ich für die Zahl der erfüllten Exportaufträge keine Siegpunkte. Und das waren die Endwertungen. Ganz genau. So, und jetzt bin ich tatsächlich durch mit der Bewertung. Ich habe für das Geld, ich habe für die produzierten Waren, ich habe für die Arbeiter, ich habe für die Exportaufträge, für die importierten Waren, für den Hopfen meine Siegpunkte kassiert. Wir haben einmal durch alles gespielt. Das Spiel ist zu Ende und wir sind auf insgesamt 60, 90 und 20 macht 110 Siegpunkte gekommen. Naja, und ganz ehrlich, das war nicht so toll. Ich lese hier 0 bis 115 Siegpunkte Anfänger. Woran liegt das? Ich habe das Spiel sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Und alleine hat man natürlich auch das Problem, dass in dem Markt nicht sehr viel Preisbewegungen passieren. Obwohl ich viele Händlervorteile hatte, hätte ich vielleicht etwas anderes nutzen können. Nichtsdestotrotz, Spaß macht es trotzdem, auch wenn mangels Mitspielern in der Solo-Variante die Interaktion auf dem Markt über die Preisverhandlungen oder auch die Möglichkeiten von Nachbarschaftsaktionen, wenn man nebeneinander auf benachbarten Feldern irgendetwas tut, dass man da agieren kann, dass diese Dinge jetzt natürlich in der Solo-Variante fehlen, macht das ganze Spiel ein bisschen träger,
Ihr habt gemerkt, zwischendurch sind immer wieder ein paar Drittzeiten, weil man auch überlegen und grübeln und ein bisschen rechnen muss. Nichtsdestotrotz, so eine Solo-Runde lohnt sich ab und zu mal. Und ich werde mit Sicherheit irgendwann auch in naher Zukunft nochmal ein zweites Video dazu drehen. Jetzt muss ich aber erstmal alles zusammenräumen. Ich danke euch fürs Zuschauen, für die Geduld. Ich verlinke euch wieder das Boardgame-Geek-Profil von dem Spiel natürlich unten in den Videokommentaren dazu, in der Beschreibung. Kommentiert gerne dazu, sagt, was euch an diesem Video gefallen hat oder nicht. Und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Bis dann, euer Spartakus.